Lucasfilm. Ja. Ah, und das war jetzt auch die Star Wars Jedi Fallen Order. Das war jetzt auch die Star Wars Celebration. Und da gab es ja auch schöne Ankündigungen. Ich muss sowieso noch so viel nachholen. Das ist so schlimm. So, ich kann das hier sogar mal ein bisschen weniger machen. Okay. Und zwar, wir starten eine neue Reise. Wie gesagt, ich habe es schon mal durchgespielt. Allerdings damals auf der PlayStation 4, wo es rauskam. Jetzt spielen wir es auf der PlayStation 5. Und ja, wir starten eine neue Reise. Ich habe auch keine Daten übertragen oder sowas. Nur die Trophäen sind halt gespeichert. Aber ja, wir starten eine neue Reise. Und ich freue mich. Schön, schön. Let's go. Oh. Warte mal. Story-Modus ist ganz lang. Gut. Jedi-Ritter ist Spieler, die mit Nahkampf-Action-Spielen nicht vertraut sind und eine einfache Herausforderung suchen. Einfach ist das sozusagen. Okay. Dann haben wir. Das ist normal. Okay, Jedi-Meister. Spieler, die mit Nahkampf-Action-Spielen vertraut sind und eine Herausforderung suchen. Ja, das ist normal, oder? Und Jedi-Großmeister schwer. Die ein intensives und forderndes Kampferlebnis wünschen. Eingängiger Schaden. Nö, ich will eigentlich alles ziemlich ausgeglichen. Ich werde auf normal spielen, würde ich meinen. Ja. Oder auf Jedi-Ritter? Nee, leicht nicht. Wir spielen auf normal. Ich glaube, wir spielen auf normal. Das ist okay. Gut. Noch was einstellen? Ah, gedrückt halten. Und wenn es doch zu sehr nervt, können wir es ja trotzdem auf leicht schalten. Wie gesagt, ich will gern die Story mitnehmen. Und das ist die Hauptsache für mich. Ich will es mir jetzt nicht unnötig schwer machen oder sowas. Das ist, ja, nicht in meiner Intention jetzt für das Spiel. Oh, es geht los! Ist das geil. Hör zu, ich störe nur ungern deinen Rhythmus, Karl, aber der Boss will was von dir. Könnte gut für uns sein. Hier ist der Chef. Auf Antena wurde ein Fehler entdeckt. Die Schlepperklammern klemmen. Zwei Mann müssen raufklettern und die Kabel sichern. Das ist keine leichte Aufgabe. Die Gilde verdoppelt den Lohn. Komm schon, Kerl. Etwas dazu verdienen? Kann nie schaden. Na? Okay. Alles klar. Gehen wir. An die Arbeit. Gleich hinter dir. Okay, ich werde allerdings... Ah, das Intro ist immer so schön. Hallo, hallo, hallo. Ich werde allerdings ganz kurz was einstellen. Und zwar würde ich gerne... Nein, 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 nein. Audio... Ich lasse erstmal alles so, wie es ist. Glaube ich. Oder hier, das machen wir ganz kleines. Nee, ach komm, wir lassen erstmal alles so, wie es ist. Ich denke mal, das ist ganz okay. Wenn uns irgendwas auffällt, dass was zu leise ist oder nicht, dann sollten wir das umstellen. Aber wir machen Bewegungs- und Schärfe aus. Körnigkeit brauche ich auch nicht. Muss nicht unbedingt sein. Mag ich alles nicht so. Na gut, das könnte man vielleicht anmachen, aber das war's auch. Kameraschütterung ist okay. Helligkeit. Ich mach's mal ein ganz kleines Müh
heller. So. Ganz kurz. Button Mashing und Quicktime Events deaktivieren. Ja, nee, machen wir ganz normal. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Untertitel wollte ich eigentlich einstellen. Das Team beenden. Gameplay. Das wird bei Gameplay mit sein, ne? Untertitel. Ich würde gern Untertitel einstellen, weil, ja. Genau. So. Jetzt ist es bald ein Stück zu hell. Naja gut, ich mach's mal lieber ein Stückchen heller. Ich hoffe, das ist bei euch ganz okay so. Und dann gucken wir uns mal um. Wir können springen, das ist schon mal schön. Hep. Ui. Ja, die Klonkriege waren eine wilde Zeit, da sagst du was. Keine Sorge. Na toll. Jedes Mal. Erinnerst du dich an früher? Mach dir, Junge. Ja, ja, ich komm schon, ich komm schon. Wie hieß du? Ich hab den Namen vergessen. Oh. Oh, wie cool das ist. Bracker Abkraft. Abwrackwerft. Separatistenschiff. Ich habe ewig keinen Luca Alp gesehen. Ja. Ewig. Oh, geil. Wir viel Geld bringen. Die Fetten von der Handelsföderation. Komm, gehen wir. Und die schlachten die ganzen Sachen aus hier. Von den Klonkriegen. Ja, ich habe wie gesagt alle Serien soweit geguckt, außer... Oh nein, Vorsicht! Bist du verrückt? Alles okay? Ja, ich bin okay. Mach keinen Scheiß, Mann. Aber die Leiter ist weg. Ja. Du musst einen anderen Weg finden. Ja, krieg ich schon hin. Wir sehen uns dort. Ich habe wie gesagt alle Serien geguckt. Hier unten? Ja, okay. Außer, ja, jetzt Mandalorian, die dritte Staffel. Und ich glaube, oh, wie heißt denn die? Ist auch eine animierte Serie, wo es um die Fliegerstaffel geht. Ich habe den Namen vergessen. Die habe ich nicht gesehen. Aber ansonsten bin ich... Du bist kein zugelassener Müll. Naja, halt die Kusche. Aber kein zugelassener Müll. Ich bin recht gut im Bilde über das Star Wars Universum. Da ich die Comics auch lese. Und ja. Die Hauptsache ist aber Spaß haben. Jetzt ist die Frage, haben wir da unten was vergessen? Aber hier gibt es noch nichts, ne? Ja, sehe ich auch so. Sehe ich ganz genauso. Gong, Gong. Bin gleich wieder weg. Mach Gong. So, Freunde. Oh. L2 drücken. Alles klar. Gut, daran muss ich mich wieder gewöhnen. Das Ding ist, wie gesagt, ich habe es vor Jahren jetzt inzwischen durchgespielt. Es ist schon eine sehr lange Zeit her. Und ich kenne die Steuerung halt nicht mehr. Aber wir schaffen das schon. Komm da rüber, Muster. Hopp. Na, 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 na. Mach keinen Mist. Du bist doch sportlich. Dich auch. Bring dich nicht selber um. Oh, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Na gut. Mach mal Gong. Gong, Gong. Gong. Okay, hier sind noch Helme von den Klonk-Truppen. Na los. Schön.
Hört sich an wie Schrottratten. Ja. Lasst euch nicht stören, Jungs. Ihr müsst diesmal nicht rauskommen und Hallo sagen. Ah, oh, das ist so cool gemacht, ne? Hopp! Und los. Wo müssen wir lang? Ah. Hey Kerl, wir treffen uns bei den Klammern. Klingt gut. Bin in Kürze dort. Prof, ja, ich komm schon, ich komm schon. Ich bin unterwegs. Und hoch. Ah, mit dem mache ich einen Stress hier. Lalala. Oh. Leute, ich muss mal durch hier. Hört auf, alles abzubauen, bevor ich hier weg bin. Achso, hier runter. Okay. Wie kommst du hierher? Wie kommst du her? Hä? Schön. Wie kommst du her? Moment. Ich muss mal nebenbei meine Kopfhörer ein bisschen laden. Und weil ich hätte gern den besseren Sound. Das wäre schön. Oh ja, okay. Entschuldigung, habe ich nicht gleich gesehen. Hep. Und hep. Ah, wie gut ich bin. Ich bin so ein richtig guter Jedi. Ui, 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 ui. Und jetzt hier runter? Yay! Was? Sieh mal, der Schiffskarte ist hier. Na bitte sehr. Oh, ist das cool. Wir sollten los. Ja, und ab geht's. Wie es da unten durchschneidet, ne? Alter. Wie krass das ist. Und da unten die ganzen Truppentransporter, die Kanonenboote, die Kampfläufer. Super cool. Super cool. Okay, komm. Weiter geht's. Das Einzige, was mir schon immer so aufgefallen ist, hier noch ein Kanonenboot, dass der Cal, also wir sind ja Cal Kestis, dass der irgendwie komisch läuft. Hier, wenn er so rennt. So breitbeinig irgendwie. Es sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Als wenn er zu dicke Eier hat. So kommt mir das immer vor. Ach, hier sogar die Kleinkampfläufer. Ah, das ist so cool. Hier noch Schrott von den Druiden. Helme. Das wird jetzt alles auseinandergenommen. So, wo müssen wir denn hin? Freunde. Ich kletter mal hoch. Ach, die Kamera ist extra so da drauf gerichtet, dass man das sieht. Aber wir haben uns das jetzt schon zu lange angeguckt, sozusagen. Ja, ja. Und da unten auch die Kampfläufer. Und jetzt bringen sie die weg, die Tragfläche. Na komm. Und da unten ein Sarlacc. Ja. Krass. Kerl, benutze den unteren Hebel für den manuellen Override. Brav, ja, ich komme. Ich mach schon. Unteren Hebel. Moment. Bin schon dabei. Mit was muss ich denn das machen? Okay. Du bist dran. Mit R3? Moment! Okay, Klammer gesichert. Ja, ich kletter schon rüber, ich kletter. Okay, bin noch da. Ah, du hast mir echt einen Schrecken angejagt, Kumpel. Musst du gerade sagen. Fertig. Moment, ich mach das. So, und jetzt kommen wir hier hoch. Schön. Hopp. Und da sind komm, wir. Seht ihr das an? Prof, hi. Ein Volltreffer, ein echter Schutzengel.
Schatzsammler-Jackpot. Wie lange liegt die Klapperkiste schon hier? 4 Jahre? 5. Der Pilot fand hier wohl ein ruhmreiches Ende. Naja, ruhmreich. Echt eine Tragödie. Ich hab dir immer gesagt, das war nicht alles Verräter. Ja, mag sein. Das ist wohl unser Glückstag. Das Imperium kriegt jede Menge gutes Material. Ja, wir schlachten Schiffe aus dem Krieg aus, nur damit sie daraus neue machen können. Findest du das okay? Was sagst du? Wir riskieren alle den Hals für die Bosse. Und die Bezahlung war zur Zeit der Republik auch besser. Hey, pass besser auf, was du sagst. Hey, hör mir zu. Der Finderlohn für das Ding. Könnte dein Ticket hier raus aus diesem Dreckslauf sein? Du glaubst, ich will weg hier? Komm schon, Kerl, du bist doch noch jung. Du willst nicht so enden wie ich. Hm. Irgendwann musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Wenn du das sagst, hey, wir sollten wieder runter. Hey, du hörst mir überhaupt nicht zu. Was war das? Das war nicht gut. Oh je. Yeah. Prof! Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je. Ach du Scheiße. Lalala. Und hinterher. Ach du Scheiße. Ich rutsche ab! Nein, lass nicht los! Ich kann nicht mehr! Das sagst du so leicht. Nein! Nutze die Macht! Au! Alles okay, Prof? Mir geht's gut. Ich sitze nur fest. Kein Pilot. Schnell, schnell weg vom Salak. Vorsicht, Kerl! Oh! Das Ding kann kaum fliegen! Moment! Ja, nochmal Glück im Unglück. Prof, geht's dir gut? Okay, wir sollten... Wir müssen wegkommen. Was war das denn? Was war das eben? War das... Warst du das etwa? Nee. Das war die Macht, oder was? Jetzt, was du gesehen hast, ja. Bitte, vertrau mir. Ich hab sie gesehen. Ich weiß von den Geschichten. Ich hab's gehört. Prof, die Leute wie dich... Ich weiß. Ich weiß. Ja, alles klar. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, halt mal lieber die Fresse. Du quatschst zu viel. Na toll. Wir sind voll am Arsch. Ist okay bei dir? Ja. So. Ja. Kerl. Wir arbeiten jetzt schon länger zusammen. Ich habe aber nie gesehen, dass du sowas gemacht hast. Ja, warum wir wohl? Wir haben es zusammen durchgemacht. Also. Ich weiß, was du für mich riskiert hast. Und ich. Dir das nicht zurückzahlen. Vergiss es einfach. Im Ernst. Oh, mach dir wegen mir keinen Kopf. Aber hier bist du nicht sicher. Nirgendwo in der Galaxis ist man sicher. Vielleicht solltest du, naja, verschwinden. Okay, ich brauche nur meine Tasche aus meiner Bude. Der Bass schuldet mir was. Bist du nicht gerade auf Ascha da? Ja. Lass mich eine Weile nicht sehen, Prof. Ja. Ja, okay. Okay, Kerl. Ach, Mann. Bin gespannt, ob sie den Kerl Kastes auch irgendwann
richtig in den Star Wars Canon mit einbauen. Wäre cool. Hätte was. Oh je. Er ist weg. Nicht gut. Oder? Machst du Gong? Warum macht kein Gong-Droide Gong? Ich bin nicht erfreut. Okay, Jungs, lasst mich mal durch. Da war Greedo. Ich habe es ganz genau gesehen. Okay. Prof? Prof? Machst du Gong? Keiner macht Gong hier. Prof, hey, Prof! Da hinten ist er. Was? Die Leute sind verschwunden. Wir träumen. Prof! Wo fährst du hin? Hey! Träume sind schon echt kacke. Oh oh. Oh oh. Okay, wir sind eindeutig auf, naja, einem Sternzerstörer oder so. R4. Das sah eher aus wie eine A6-Einheit. Oh, dieses Geräusch. Oh oh. Oh, nein, nein, nein. Meister! Mein Schüler, du musst mir jetzt gut zuhören. Meister. Vertraue Meister Tapal. Der Macht. Oh. Wir halten an, Prof. Ja. Was geht hier vor? Nicht gut. Alles auf. Identifizierung bereit. Nicht gut. Oh, dass sie sich freue mich so oft. Ich freue mich so auf Teil 2. Schmuggelkontrolle oder so. Das wird so gut. Oh, Dark Trooper. Und die Inquisitoren. Eigentlich auch bloß traurige Gestalten. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe sogar im Comic gelesen, wo. Warum? Oh, die Stimme ist so toll. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Wird der Verräter nicht überstellt, folgt eine Anklage wegen Aufwiegelei. Stell dich selbst, sonst werden alle hier gemeinsam hingerichtet. Ungünstig. Ich denke, jemand sollte mal vortreten. Ich arbeite hier schon eine geraume Zeit. Schon lange vor dem Krieg. Wir richten Schiffe wieder her. Die besten der Galaxis. Dann kam das Imperium. Und Ingenieure zu Schrottsammlern. Die Arbeiter wurden übervorteilt. Prof. Wir alle kennen die Wahrheit.
Wir sind nur ängstliches zu sagen. Für das Imperium. Doch alle entbehrlich. Ja, seid ihr. Oh Mann. Nein! Sieh an, ein Lichtschwert. Oh fuck. Ich hab den Jedi. Na prima. Das tut weh. Ja, tatsächlich. Wir sind gerade ungefähr 50 Meter gefallen. Wie kommst du hierher? Ganz ruhig. Naja, genau, ganz ruhig. Hey, du musst das nicht melden. Schweig. Hier ist TK-819. Ach, Schnauze. Puh, okay. Ah, wir haben ein Lichtschwert. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, das ist Block. Alles klar. Ich muss, wie gesagt, erstmal in die Steuerung wieder reinkommen, aber wir schaffen das schon. Hi, Freunde. Halten. Alles klar, um Blasterbolzen abzublocken. Wie lange können wir das? Ah, wir haben eine Stamina-Leiste. Alles klar. Da unten. Kontakt bestätigt. Erschieß sie. Mach jetzt keinen Fehler. Alles klar. L1 ist wichtig. Na komm, Freunde. Gut. Das muss ich mir merken und vor allen Dingen ist es wichtig, dass ich das öfters mache. Ich glaube, ich habe das bei Teil 1 zu wenig, also beim ersten Durchlauf zu wenig gemacht. Aber wir kriegen das schon hin. Gut, komm weiter. Hey, 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 hey. Das ist so geil, dass ich das durchtrennen kann. Und dass es so cool aussieht. Ich mach's vielleicht mal ein ganz kleines Müh leiser, oder? Ist es gut für euch? Ich lasse es mal so. Wenn irgendwas ist, sagt Bescheid bitte. Okay, Tür ist offen. Die Action, die kann ruhig laut sein. Ach du Scheiße. Da hoch oder was? Ja. Oh je, oh je, oh je. Bewegung bleiben. Mach ich. Ich bin voll dabei. Ich bin voll in Bewegung. Oh, ich dachte, hier kam jemand. Oh, hi, Freunde. Ich hab mich stattdessen ausgeruht. Zielerfassung, Ziele wechseln. So bereitest du dich auf alles klar? Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist. Stopp. Alles klar. Da ist er. Direkt da. Nur du und ich, Abschaum. Na komm. Na? Okay, er hat... Ruhig blocken. Ich brauche nur ein paar Treffer. Zack. Okay, es gibt Gegner mit Stamina-Leister. Okay. Unmittelbar vor dem Angriff, diesen zu parieren. Alles klar. Ah, das war zu spät. Das war gut. Was hast du mit mir zu tun, Jedi? Du wirst mir nicht entkommen. Sie konnten dich nicht besiegen. Ich kann es. Alles klar. R1, setze die Macht ein. Gut, unsere Energie ist schon etwas geringer. Aber wir schaffen das schon. Nein, nein, nein. Was machst du hier? Wie machst du das? Ja, wie mache ich das wohl?
Okay, den haben wir. Den haben wir auch. Wenn der Flüchtige hier entlang kommt, bin ich bereit. Stark! Alter, wie böse. Ich bin Jedi oder was? Oh, ich hoffe, die Sachen werden richtig cool animiert im nächsten Teil. Okay. Jetzt hoch, nicht wahr? Und nochmal hoch. Ja, ich muss nicht L2 gedrückt halten, das ist nett. Hi, Freunde. Na, das wird lustig. Ciao. Okay. Rollen, ausweichen. Das ist ausweichen. Und das ist rollen. Alles klar. Muss ich mir merken. Ist dieselbe Steuerung wie bei... Wie bei Wulong. Also mit dem Ausweichen und Rollen. Ist nett. Zack. Muss ich öfter machen. Muss ich mir merken. Und vor allen Dingen blocken. Hab. Okay. Und wie gesagt, ich werde in dem Durchlauf jetzt nicht alles suchen oder alle Sammelobjekte suchen wollen oder sowas, sondern ich werde möglichst mich an die Story halten. Ich renne ja schon. Oh je, oh je, oh je. Ich bleib mal lieber hier. Schneller! Ha. Ha ha. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hep. Ich muss runter. Ja, bin dabei. Leute, macht keinen Scheiß. Nein. Ja. Ach du Kacke. Und tschüss. Da vertütet sich meine Bremse. Würde Werner jetzt sagen. Komm hoch. Wow, das ist übel. Ja, sagst du was. Zum Glück bist du krasser Jedi. Ach nee, da lang. Ich sehe es. Ja. Alles gut, alles gut. Oh, Junge. Uah. Oh Gott. Ja, ist ja alltägliches, was man nicht so als Jedi macht. Oh Gott. Schneller. Und raus hier. Oh je. Und die schon wieder. Yay! Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen helfen. Wer seid ihr? Später. Immer weiter. Wir holen dich, sobald es geht. Seer. Immer weiter. Ja gut, gegen Hilfe habe ich nichts, weil ich hänge hier an dem Zug. Hilfe kann ganz gut sein. Oh je. Boah. Mach keinen Scheiß hier. Und da lang, nicht wahr? Oh, die Musik und es passt einfach alles so gut. Es ist traumhaft. Volles Star Wars Gefühl. Okay. Naja, los, kommt. Verstanden.
Deine Machtanzeige ist leer. Füge Gegner Schaden, um Machtanzeige zu regenerieren. Alles klar. Zack. Oh. Okay, da habe ich Glück gehabt gerade. Na komm. Naja, wart's mal ab. Hat er Glück gehabt. Aber ich bin bald tot. Wenn das so weitergeht. Oh je. Jetzt okay? So ein Stimpack oder sowas wäre echt cool. Oh je. Hier wäre ich ja beinahe rausgeflogen, oder? Ah, ich dachte, hier ist einer. Hallo. Ah, das sind echt die Jedi-Kräfte. Da kann man schon mal daneben springen. Wow. Oh, ist das geil. Nicht gut. Wow, what? Nein. Ach du Scheiße. Ja, ich bin da. Und... Hä? Oh. Junge. Nassir, jetzt komm doch, mach doch. Oh. Ja, komm, hilf mir mal ein bisschen. Oh, leck mich am Arsch. Und jetzt ist die schon wieder da. Der Wahnsinn. Wohin des Weges? Oh, geil. Oh Gott. Ich kenne diese Haltung. Vielleicht hattest du doch etwas Ausbildung. Wer war dein Meister, Padawan? Hab ich ihn vielleicht umgebracht? Na, ja nicht. Die gab für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst. Oh je. Ja, okay. Kann ich auch. Besser als ich dachte. Oh Gott. Aufhören. Das ist zu einfach. Hat sie mich erwischt? Die hat mich erwischt, ne? Fick dich! Schneller als ich dachte. Na schön, den nächsten entgehst du nicht. Kann man die besiegen? Ich habe keine Macht mehr. Yeah.
Naja, läuft doch gar nicht mal so scheiße. Schneller als ich dachte. Meine Geduld hat Grenzen. Ja, meine auch. Kannst einfach sterben. Oh je, oh je, oh je. Was kommt jetzt? Oh, nice, nice, nice. Komm schon! Das hätte auch schief ausgehen können. Schnell an Bord! Los! So gut. Oh, wie geil. Genau, Grease, Hallöchen. Danke für die Hilfe. Wer seid ihr überhaupt? Ich heiße Seer Junder. Und das ist mein Captain, Grease Dreitas. Ist mir ein Vergnügen. Ja, die Mantis ist mein Schiff, aber zuhören solltest du dieser Lady hier. Also, wer bist du? Cal. Kerstes. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitorin. Sie ist eine Machtnutzerin, die Jedi jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Wissen Sie so viel? Und warum die Hilfe? Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Braca wollten. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zurzeit für einen Jedi? Das nennst du Dankbarkeit? Ich verstehe schon. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich? Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Ach. Zu zweit? Sonst noch jemand? Oh, sind wir nicht gut genug für dich? Och, du bist ganz lieb. Der Jedi? Ja, den gibt's nicht mehr, ne? Ja. Am Anfang hatte ich immer Angst vor ihren Augen, weil die so groß sind. Aber man gewöhnt sich dran. Sehr schnell sogar. Captain? Nehmen Sie Captain? Ganz genau. Ei, ei. Ah, Grease. Der ist so süß. Kannst du dich ausruhen? Das machen wir. Du bist in Sicherheit. Naja. Sicherheit, sagt sie. Oh, was für ein geiler Anfang. Super. Du musst dein Leben in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Vorsicht, Karl! Du hast im Schlaf gesprochen. Spinner. Nennt man Träumen. Ah, Reese. Okay, wir sind auf der Mantis. Werkbank. Schön. Oh, ich mag das. Diese detailgetreute Darstellung und sowas. Schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich bin wach. Interagieren. Oh, wir können spielen. Cool.
Cooler Klang. Das Lied. Es ist von mir. Aus alten Tagen. Du berührst ein Objekt und wirst Zeuge seiner Vergangenheit. Du fühlst seine Geschichte. Ein Objekt, das ein Echo der Macht abstrahlt. Naja, das können nicht viele Jedi. Woher wissen Sie das? Ich war mal ein Jedi. Aber das ist vorbei. Kenne ich euch? Nein. Ich kannte deinen Meister, Gerald Zippor. Er war ein wahrer Hüter der Republik. Er war ein Held. Wisst ihr, während der Auslöschung ist mir was passiert. Ich habe überlebt, aber meine Verbindung zur Macht ist beschädigt. Wenn ich meditiere, mich einfach fallen lasse, ist die Kontrolle weg. Ah, das kriegen wir wieder hin. In dem Moment halt. Du hast überlebt, Kerl. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Wir haben unser Ziel gleich erreicht. Juhu. Bogano sagt Hallo. Ja, du ruhig noch ein bisschen weiterspielen können. Oh. Oh, das sieht so gut aus. Schön.